Wir haben, das sind bekannte Persönlichkeiten. Man kann ja annehmen, sie sind bekannt geworden, genau aufgrund dieser Einstellung von ihnen. Ne? Aber es ist tatsächlich der Fall, dass diese Gesinnung, diese geistliche Einstellung, ja, ein Kollektivzustand unter den Sahaba war. Es war kein Einzelzustand. Wer von euch hat schon mal von Ma'qil ibn Yasar gehört? Ma'qil ibn Yasar. Warum diese Frage? Weil Ma'qil ibn Yasar ein unbekannter Mann unter den Sahaba ist. Ja, jemand, der vielleicht nur ein, zwei Mal erwähnt wurde, genau in dem Kontext dieser Geschichte. Ma'qil ibn Yasar, das wird in den Sunan überliefert, das, was jetzt erwähnt wird, der Vorfall, ist auch eine sehr intensive Form der Unterwerfung, denn ihr wisst, die Gesellschaft übt einen gewissen Druck auf den Menschen. Gesellschaftliche Standards, gesellschaftliche oder die Kultur, sie hat einen intensiven, akuten Druck auf den Menschen. Es ist nicht immer leicht, mit der Gesellschaft zu brechen und gegen den Strom zu laufen. Dieses Brechen mit der Gesellschaft ist manchmal sehr schwer. Besonders dann, wenn die Handlung, die ich vorhabe zu tun, von der Gesellschaft verachtet wird und ich mit ihr in Verruf komme. Also es erfordert eine gewisse Stärke und Kraft, auf so etwas einzugehen. Tayyib, Ma'qil ibn Yasar hatte eine Schwester, die er verheiratet hat mit einem Mann unter den Ansar. Und dieser Mann ist eine Weile mit der Frau zusammen gewesen, hat sie dann geschieden. Bis hierhin alles noch ganz normal. Es ist ganz normal, das passiert manchmal. Trennung, Scheidung passieren. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi sagte, Abghadul halal indallahi talaq. Die ungefälligste Halal-Handlung bei Allah ist die Scheidung. Auch wenn dieser Bericht unter den Ahlul Hadith, die Hadith-Gelehrten, einige von ihnen der Auffassung, dass er nicht authentisch ist, aber bis hierhin ist alles ganz normal. Er hat seine Frau geschieden und sie ist wieder zurückgegangen. Die Schwester von Ma'qil ibn Yasar. Was aber jetzt seltsam ist, und du musst dich mal in diese Situation versetzen, besonders Leute aus unserem kulturellen Hintergrund, also besonders die Pakistaner beispielsweise oder die Inder, die Bengalen, ich weiß nicht, wie es in anderen Kulturen ist, aber teilweise ist es bei uns immer noch so. Stell dir mal vor, ihr wisst, nach der Scheidung gibt es die sogenannte Idda. Wenn jemand eine Frau einmal scheidet, dann hat er innerhalb der Idda eine gewisse Widerrufsfrist. Er kann seine Aussage widerrufen und die Frau ist zurück, ohne den Ehevertrag zu erneuern. Sie bleibt also eine Ehefrau. Widerruft er es nicht, bis die Wartezeit, die Idda abläuft, sind sie geschieden. Dann sind sie getrennt. Wollen sie dann wieder zusammenkommen, müssen sie neu heiraten. Tayyib, Ma'qil ibn Yasar bekommt davon mit, der Ehemann seiner Schwester widerruft seine Scheidung nicht, sie trennen sich, die Schwester geht nach Hause und jetzt kommt das Seltsame. Die Schwester, es gibt wieder neue, ich weiß nicht, ob man das Bewerber nennt, neue Männer, die sich bewerben für sie, sie wollen sie heiraten und unter den Bewerbern taucht wieder der alte Mann auf, der Ex-Mann. Warum ist das so seltsam? Ich rede, wie gesagt, von unserer Kultur. In unserer Kultur ist es teilweise wirklich so, wenn der Ex-Mann deiner Tochter und deiner Schwester, mit ihm wird ein Cut gemacht. Nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ihm wird kein Blick mehr geschenkt. Wenn er irgendwo gesehen wird, wird er einfach ignoriert. Und wenn jemand aus der Familie es wagt, trotzdem mit ihm Beziehungen zu pflegen, dann kommt er in Mitleidenschaft. So ähnlich ist es bei ihnen gewesen, bei uns auch noch. Obwohl das der Islam nicht so vorschreibt.
in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten ist ganz anders abgelaufen. Der Mann kommt jetzt bei Ma'qil ibn Yasar zu Hause an und sagt hier, und es war nicht nur so, dass der Mann die Frau wieder begehrt hat, in dem Hadith heißt es, auch die Frau hat den Mann wieder begehrt. Also sie wollte auch wieder zu ihm zurück. Ma'qil ibn Yasar hat aber einen gewissen Stolz und wie gesagt, es gibt hier diese gesellschaftliche Struktur und diese Leitkultur, sowas ist nicht akzeptabel. Und er sagte zu ihm, Ja Luka ist eine Beschimpfung. Das ist ein Schimpfwort. Das sagt man zu jemandem, der unehrenhaft und idiotisch ist. Er sagt sozusagen zu ihm, du unwürdiger Idiot, ich habe dich mit meiner Schwester verheiratet und dich geehrt und gewürdigt und dann lässt du dich von ihr scheiden und jetzt kommst du wieder. Und dann sagte Ma'qil ibn Yasar, bei Allah, du wirst nie wieder zu ihr zurückkehren, solange du auch lebst. Das wird nicht mehr geschehen. Und dann sagte der Rawi, in der Tirmidhi, er sagt, فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا عَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَيْهِ. Allah Ta'ala kannte aber den Bedarf des Mannes nach dieser Frau und den Bedarf der Frau nach diesem Mann. Und dann wurden diese Verse in der Surah Al-Baqarah herabgesandt, in denen Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Und wenn ihr eure Frauen scheidet und sie ihre Frist erreichen, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Das heißt, dann haltet sie nicht davon ab, yani mit ihren Ex-Ehemännern zu heiraten, wenn sie das wollen. Wenn sie das wollen, dann haltet sie nicht davon ab, zu heiraten. Ma'qil ibn Yasar bekommt von diesen Versen mit, er hört sie. Und jetzt kommt dieser Moment, in dem wir wieder diese wundervolle Ergebung und Fügsamkeit sehen. Man könnte ja sagen, gut, der Vers ist offenbart worden und jetzt sagt er, okay, es ist so, dann ist es so, wenn er wieder kommen sollte, dann verheirate ich ihn eben mit ihr. Es war aber nicht so. Er ist noch weitergegangen. Er ist selbst hingegangen, beziehungsweise hat ihn kommen lassen, diesen Mann, und seine Schwester mit ihm verheiratet. Das mag sich vielleicht, ich weiß nicht, wie gesagt, in manchen Kulturen ist das vielleicht etwas ganz Normales. Zum Beispiel den Deutschen hier in Deutschland wäre das nichts Besonderes. Ja. Aber wir reden von diesem Ereignis in einem gewissen gesellschaftlichen Rahmen. Und das erfordert eine gewisse Stärke, einen gewissen imanischen Stand, um mit der Gesellschaft und mit seinem eigenen Stolz und Ego zu brechen.